Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Christian, der Auswanderlux, und im heutigen Video geht es mal um 7 Punkte, die ich rausgesucht habe, die man besser in der Schweiz nicht so machen sollte oder sagen sollte. Gerade für uns Deutsche, also man hört es an meiner Stimme, dass ich Deutscher bin oder meiner Sprache. Für die, die jetzt zum ersten Mal zuschauen und mich nicht kennen, ich bin Deutscher und hier 2016 in die Schweiz gekommen. Davor, das Jahr davor, so ab 2014, Anfang 2015, bin ich regelmäßig hier in der Schweiz gewesen, weil ich halt damals meine Freundin hier kennengelernt habe. Sie ist Schweizerin und eben sie hat mich halt immer gut gecoacht, was das angeht. Und ich will jetzt einfach nur mal meine Erfahrung weitergeben, damit vielleicht auch andere nicht in diese Fettnäpfchen treten, wie manch anderer Einwanderer hier. Und es vielleicht gar nicht merkt, ja. Das erste, den ersten Punkt, den ich mir rausgesucht habe, ist, wenn man eingeladen ist bei Freunden, Bekannten, keine Ahnung, Arbeitskollegen, die man neu kennenlernt hier in der Schweiz. Und das ist jetzt nicht irgendwie so was Kleines, sondern irgendwie ein kurzer Besuch, sondern es ist wirklich eine Einladung zum Abendessen, zum Apéro, zum keine Ahnung, Kaffee und Kuchen, irgendwas. Dann sollte man ein Geschenk mitbringen. Bei uns ist das dann häufig so, dass wir dann eine Flasche Wein mitbringen oder wir auch eine Flasche Wein geschenkt bekommen oder irgendeine Süßigkeit oder irgendetwas Besonderes. Wenn letztens zum Beispiel waren Freunde bei uns zu Besuch, die waren dann kurz vorher im Tessin, also in der italienischsprachigen Schweiz oder in dem italienischsprachigen Kanton in der Schweiz und haben dann von dort so Spezialitäten mitgebracht, so eine besondere Wurst zum Beispiel. Also sowas kann man, muss jetzt nichts Großes sein, muss auch nichts Teures sein. Einfach eine Kleinigkeit, so als Gastgeschenk, oder? Ich kenne es nämlich aus Deutschland nicht so. Also, das mag ja auch in Deutschland dann regional unterschiedlich sein, aber da, wo ich herkomme, da ist es wirklich nicht so. Ich kenne es nicht so. Da bringt man vielleicht mal irgendwas mit, aber das ist eher die Seltenheit. Und hier sollte man wirklich sich dran halten, oder? Das kommt immer gut an. Wenn man dann eingeladen ist und man vielleicht noch ein Essen-Kredenz bekommt, dass man dann auch so eine Kleinigkeit mitbringt, wie halt ein Wein oder eine Süßigkeit oder irgendwas zu essen oder zu trinken, kommt auf jeden Fall immer gut an. Der zweite Punkt, da denke ich dann gerade so mal an die öffentlichen Verkehrsmittel hier in der Schweiz. Wer mich schon länger verfolgt, wird wissen, ich bin ein Fan der öffentlichen Verkehrsmittel hier in der Schweiz, in Deutschland nicht wirklich so. In Deutschland habe ich es immer wirklich, immer da, wo es ging, bin ich mit dem Auto hingegangen oder ja, mit dem Auto, was anderes geht dann meistens eh nicht von den Entfernungen her. Aber Bus und Bahn habe ich wirklich da, wo es ging, habe ich es immer gemieden. Und hier in der Schweiz bin ich ein richtiger Fan davon. Ich fahre gerne mit dem Zug, mit dem Tram, mit dem Bosch-Auto. Also es ist dieser Überlandbus, der hier in der Schweiz fährt. Oder halt auch mit den normalen Bussen, die hier rumfahren. Ja, weil die sind einfach sauber, die sind pünktlich, da funktioniert alles. Und ja, das ist der Grund dafür. Und was wirklich bemerkenswert ist, oder was ich so aus meiner deutschen Heimat kenne, wenn da die Türen dann aufgehen beim Zug, dann stürmen die draußen stehen, stürmen rein, die drin stehen, stürmen gleichzeitig raus und dann der Stärkere setzt sich durch und es ist ein Riesengedränge und sowas. Und eben dann rempeln sich die Leute noch gegenseitig an, wenn es wirklich viele sind. Und das geht hier in der Schweiz nicht. Da ist es wirklich so, wenn man an dem Bahngleis dann steht, nehmen wir mal jetzt den Zug als Beispiel, dann bleiben schön alle vorne stehen, die halt gerne einsteigen wollen, bilden dann vielleicht so eine Art Spalier, sodass diejenigen, die aussteigen, schön da noch vorbeikommen können. Und dann werden die auch in Ruhe rausgelassen. Und auch wenn dann, man wird sogar noch gewartet, bis dann so, noch so ein Nachzügler kommt. Und erst wenn dann wirklich der Letzte, den man sieht, dann auch noch ausgestiegen ist, erst wenn das geschehen ist, dann beginnt man mit dem Einsteigen. Und das ist schon so eine Sache, da sollte man sich auf jeden Fall dran halten. Und ich denke mal, ja, wenn man dann hier ist, dann wird man es eben, das wird man schon schnell merken. Und wenn man sich nicht dran hält, dann werden dann auch schon einige oder andere Kommentare dann kommen. Das wird dann eben, da ist so eine Sache, das wird man dann schnell merken, wenn man da mal nicht so agiert, wie es eigentlich sein sollte. Und dann auch noch was auch so zum Bahnhof und sowas passt, aber auch bei beim, keine Ahnung, beim Flughafen, überall, wo man vielleicht auch mal, wo manche es ein bisschen eiliger haben. Und wenn es eine Rolltreppe gibt, dann gilt das Gebot: rechts stehen, links gehen. Das heißt, man steht, die einfach fahren wollen, die stellen sich auf die rechte Seite dieser Rolltreppe. Die ist ja dann so breit, dass zwei Leute nebeneinander sich stellen können oder halt aneinander vorbeigehen können. Und eben auf der linken Seite, das bleibt frei für die Leute, die es halt eilig haben und die dann halt
schneller an den Leuten, die auf der Rollstrecke stehen, vorbeigehen wollen. Da gibt es auch so ein lustiges Lied dazu, wo über so ein Zürimar, so ein Mann aus Zürich, der dann nach Bern geht, und da wäre es dann angeblich nicht so. Deswegen, ich wohne ja hier im Kanton Zürich und so kenne ich es nur. Wenn jetzt Schweizer zuschauen aus anderen Kantonen, wo es nicht so ist, könnt ihr es auch bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ja, aber wie gesagt, das mit der Rolltreppe, das finde ich wirklich cool, denn so ist immer Platz und die, die es wirklich eilig haben, die können dann schnell vorbeihuschen und man hat es ja schon mal eilig, wenn man auf dem Weg zum Flieger ist oder so. Von daher ist das eine richtig praktische Sache, meiner Meinung nach. Dann auch wieder so eine Sache, die wird jetzt nicht jeden zutreffen aus Deutschland, aber bei mir war es so. Klar habe ich gelernt, bitte Danke zu sagen, aber nicht so exzessiv, wie es hier in der Schweiz eigentlich gemacht wird, oder? Und wenn ich zum Beispiel gefragt wurde, willst du was trinken? Und dann habe ich dann einfach nur ja gesagt. So, und das ist auch schon wieder so ein bisschen, was die ein oder andere Schweizerin oder der ein oder andere Schweizer als unhöflich empfinden könnte, weil man könnte ja noch ein paar Wörter dazu sagen. Man könnte sagen, ja, gern. Das ist zum Beispiel etwas, was dann vollkommen ausreichend ist. Ich sage das immer so. Meine Frau hat mir das richtig in den Kopf reingeballert, dass ich mich daran halten soll und eben nicht nur nein, möchtest du gerne was trinken? Also in Deutschland würde ich einfach sagen, so nein, nö, nö, jetzt nicht oder irgendwie sowas. Das wäre komplett akzeptiert. In der Schweiz ist es aber nicht so. Da ist dann, ich merke es jetzt sogar selber bei mir, wenn ich dann mal das in Deutschland wieder erlebe, dass ich dann wirklich auch so ein bisschen denke, so, boah, da zucke ich einmal kurz zusammen und denke so, boah, krass, wie unhöflich, einfach nur so nein. Und dann eben. In Deutschland ist es aber normal, in gewissen Regionen, wahrscheinlich im Großteil Deutschlands. Aber hier in der Schweiz zählt das als unhöflich oder kann es als unhöflich aufgenommen werden. Und das ist halt so ein Ding, eben wenn man gefragt wird, möchtest du dies und jenes? Und dann sagt man halt ja gern oder nein, danke. Oder sollte man sagen. Oder das ist die Erwartung, die der Großteil der Schweizerinnen und Schweizer dann halt hat. Dann lustiger Punkt finde ich, wenn man im Kanton St. Gallen ist, das habe ich in ein oder zwei Videos schon mal erwähnt, aber das finde ich immer noch erwähnenswert. Das ist, wenn man dort in St. Gallen ist, dann gibt es dann diese Olmer Bratwurst oder auch St. Galler genannt, das ist eine Kalbsbratwurst. Und wenn man die bestellt, sollte man keinen Senf dazu bestellen, weil das wird als Affront wahrgenommen. Habe ich dann auch damals durch die Kommentare erfahren, warum oder weshalb das überhaupt als Affront wahrgenommen wird, weil. Die St. Galler schmeckt so gut, dass man gar keinen Senf dazu braucht. Man braucht keine Würze dazu. Das ist so eine feine Wurst, die schmeckt einfach so, wie sie ist. Super genial. Und wenn man jetzt einen Senf dazu nehmen würde oder einen Ketchup, dann würde man das Geschmackserlebnis nur mindern. Und das ist halt ein Grund, dass man dort besser keinen Senf dazu bestellen sollte. Also das ist jetzt wahrscheinlich mehr mit so einem Augenzwinkern gemeint. Ich denke mal, dass in St. Gallen keiner einen den Kopf abreißen würde, wenn man. Oder doch, ich weiß nicht, wenn man Senf zu der St. Galler oder zu der Olmer Bratwurst bestellen würde. Dann haben wir den vorletzten Punkt, den sechsten Punkt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist wirklich etwas, womit man wirklich sehr negativ auffallen kann. Und das ist auch eine Sache, die passiert häufig oder wahrscheinlich vermehrt in Deutschland, wenn Schweizer in Deutschland sind und nicht so vermehrt, wenn sie hier in der Schweiz sind. Vermutlich oder vielleicht bei Deutschen, die. Oder generell Ausländern, die hier in der Schweiz neu sind, deutschsprachigen Ausländern vor allen Dingen, niemals, wenn der Schweizer oder die Schweizerin spricht, irgendwie sagen, ja, ui, das ist aber jetzt gerade lustig, wie du das sagst, oder wieso sagst du denn Büchli und Kälbli und sowas, warum sagst du denn nicht Kalb oder eben diese Verniedlichungen, hahaha, dann. Eben so ein Schmunzeln, nein, das geht nicht. Da habe ich auch mal so eine Story gehört, da waren dann Schweizer in Köln, haben da im Café gesessen, haben sich was bestellt, haben dann halt miteinander geredet, ganz normal. Und dann kam irgendwann die Bedienung dahin und hat gesagt, haha, ihr redet ja lustig, oder? Das kommt halt nicht gut an. Schweizer reden so, das ist ganz normal. Und diese Verniedlichungen sind auch ganz normal. Und wenn man das halt humoristisch aufnimmt und dann irgendwie sich drüber, ja, auch wenn es gut gemeint ist, es kommt in der Regel nicht gut an, oder? Ja, das ist halt so eine Sache,
das Deutsch, was in Deutschland gesprochen wird, und das Schweizerdeutsche, eben Schweizer und Schweizerinnen sind da eher im Nachteil, oder weil viele Deutsche wissen noch nicht mal genau, wie der Dialekt wirklich ist, weil sie hören meistens nur das Hochdeutsch oder das Standarddeutsche, was der Schweizer spricht, mit einem Akzent und denken dann, und dann denken die ja, okay, das ist jetzt das Schweizerdeutsch, aber nee, das ist nicht so. Also richtiges Schweizerdeutsch, das versteht man, wenn man nördlich des Mains herkommt, vermutlich nicht. Also bei mir war es so, ganz am Anfang, als ich dann meine Freundin hier kennengelernt habe, sie hat dann am Anfang noch mit mir Standarddeutsch oder Hochdeutsch gesprochen, wie man es auch mal nennen möchte. Und irgendwann hat dann mal ihre Freundin angerufen und ich saß daneben und dann hat sie mit ihr natürlich Schweizerdeutsch geschwätzt oder geredet. Da habe ich dann gedacht, sag ich so, krass, oder was redet ihr denn jetzt? Na klar, so einzelne Wörter habe ich dann oder einzelne Sätze habe ich dann aus dem Zusammenhang schon verstanden und einzelne Wörter kann man auch verstehen. Klar, und dann kommt halt der Zusammenhang zusammen, ja. Aber ja, wirklich gedacht, so, ey, krass, oder das ist ja wie eine andere Sprache, es ist ja eine andere Sprache, das versteht man nicht. Oder dann selbst, wo ich sie gut verstanden habe, auch auf Schweizerdeutsch, wenn wir dann mal in so einer Gruppe unterwegs waren mit Freunden von ihr und dann waren wir mal am Rhein in so einer Bar und dann waren da halt das befreundete Pärchen und meine Frau und ich. Und dann haben die halt alle Schweizerdeutsch gesprochen und ich habe es verstanden, oder? Habe dann auch gesagt, ja, es wird dann oft auch gefragt in der Schweiz, Schweizerdeutsch sprechen oder Hochdeutsch sprechen. Und dann habe ich halt gesagt, so, nee, es geht schon, Schweizerdeutsch, ich muss es ja auch lernen. Wie soll ich es lernen, wenn ich es nicht höre, oder? Und dann haben die drei halt gesprochen, so, ich habe mitgesprochen, dass irgendwie der Abend ging, so 2 Stunden, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht waren es auch 3 Stunden. Und irgendwann war es bei mir so weit, da hat der Kopf dermaßen geraucht vom anstrengenden Zuhören, oder das Zuhören hat mich so angestrengt und das Verstehen. Und dann habe ich dann nur noch wirklich gehört, aber nichts mehr wahrgenommen. Hat es Klick gemacht, hat der Kopf dann ausgeschaltet. Das war dann irgendwie zu viel und so. Ich weiß nicht, das war vermutlich nach 2 Stunden oder so. Also, ja, ich weiß nicht, so nach 2 Drittel des Abends, je nachdem, wie lange der dann gegangen ist. Da war es dann wirklich so, dass bei mir Klack gemacht hat, dann habe ich dann ausgeschaltet, da konnte ich dann nicht mehr zuhören. Das habe ich dann auch gesagt, so. Das war dann irgendwie zu anstrengend. Und dann hat meine Frau mir gesagt, ja, das ist dann halt so, wie wenn man jetzt ins Ausland geht und dann spricht man Englisch. Oder die es können, Französisch mit den Einheimischen und, oder halt die Landessprache, die da halt gerade ist. Meine Frau spricht auch Spanisch und dann hat sie es mir so erklärt, oder? Dass das dann auch anstrengend ist und irgendwann kann man dann einfach nicht mehr oder dann schaltet man dann aus oder klingt sich kurz aus und klingt sich dann wieder ein. Und das fand ich noch bemerkenswert, ja. Aber eben zurück zu dem Schweizerdeutschen, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, niemals das irgendwie ins Lächerliche ziehen, das wäre ganz fatal, oder? Und niemals auch nur so einen kleinen Witz oder so einen Lacher machen, das kommt echt nicht gut an. Auch nicht so einzelne Wörter. Ich glaube, das habe ich sogar auch mal gemacht, dass ich so einzelne Wörter rausgepickt habe und die ich dann auch ein bisschen lustig fand und dann habe auch mal einen Spruch gemacht oder so. Aber gut, das kann man auch machen, wenn man, so ich und meine Frau, wir nehmen uns natürlich gerne mal hoch, so sie nimmt gerne den Deutschen hoch und ich nehme dann manchmal halt die Schweizerin hoch. Wenn man ein ganz vertrautes Verhältnis hat, dann geht das halt schon, aber dafür muss man halt, das ist wie bei wahren Freunden, da kann man sich auch die Wahrheit sagen, aber wenn man halt ein bisschen weiter entfernt voneinander ist, oder was heißt die Wahrheit? Da kann man halt mal schon mal ein bisschen tiefer gehen und ja, dann kann man sowas wegstecken. Aber eben wenn das Verhältnis zueinander nicht so eng ist, dann macht es irgendwas kaputt, oder? Deswegen sollte man das nicht machen. Und den letzten Punkt, da geht es auch um Kommunikation, den ich mir rausgesucht habe, ist den Schweizer oder die Schweizerin. Ich fange immer mit dem Schweizer an. Die Schweizerin oder den Schweizer auch zu Wort kommen lassen. Oftmals ist es dann so. Also wirklich in der Kommunikation ist dann so, der Schweizer oder die Schweizerin oder der Schweizer in der Regel drängt sich nicht so vor, geht jetzt nicht daher und will das Gespräch an sich reißen, sondern wartet halt auf die Gelegenheit. Und das erkenne ich dann jedes Mal, wenn ich mit meiner Frau in Deutschland bin und sie dann was erzählen will und dann fängt sie vielleicht so an, so, ja, na, hallo, wie geht's? Und dann fängt derjenige an zu erzählen und sagt, ja, mir geht's super gut und das und das und das und das und das. Und eigentlich wartet sie darauf, dass der andere fragt, ah ja, okay, und wie geht's denn dir? Und dann könnte sie auch erzählen. Und so kommt man dann ins Gespräch.
Und eben das ist halt ein wichtiger Punkt, dass man dann die Schweizerin oder den Schweizer auch mal eine Pause lässt im Gespräch, dass er auch mal zu Wort kommen kann, weil der wird nicht, in der Regel nicht wie ein Deutscher so forsch sein, also so wie es bei uns ist, wenn ich, das muss ich dann auch noch manchmal lernen, wenn ich dann im Gespräch bin mit jemandem und der erzählt was und ich unterbreche ihn dann mittendrin, das ist dann auch nicht in Ordnung. Also klar, das kommt bei jedem mal vor, aber man muss da halt schon schauen, dass es nicht überhand nimmt und dann auch darauf achtet, wenn derjenige doch ein bisschen ruhiger ist, vielleicht liegt es nicht daran, dass er gar nichts zu erzählen hat, sondern der will was erzählen, aber wartet vielleicht nur auf die Pause oder auf das Kommando, dass das Wort dann übergeben wird, oder? Das ist halt, ja, finde ich auch noch ein wichtiger Punkt, weil die Schweizerin oder der Schweizer sind dann halt eher ein bisschen zurückhaltender und höflicher und nicht so forsch wie jetzt der Durchschnittsdeutsche. Natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt solche und solche. Ich habe auch schon Schweizer erlebt, da kamen die Wörter wie Kanonenschüsse raus, aber ja, das ist halt, das ist das, so was ich in meiner Zeit in der Schweiz erlebt habe. Und wenn ihr auch noch Beispiele dafür habt, würde mich sehr interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch was mitgegeben, hat euch Spaß gemacht, das anzuschauen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.